Adam, come here and look at this picture. Herzlich willkommen zu meiner Presse. Was geht ab? Mein Name ist Janix und heute machen wir Beats aus TikTok-Sounds. Der erste Sound, den ich mir für heute ausgesucht habe, ist dieser hier. Der war mir so, wie er ist, noch nicht voll genug, deswegen habe ich hier einen Halftime draufgelegt auf so 20% Wet, dann einen Vintage-Chorus, einen Parametric EQ, der so ein bisschen die Höhen boostet und noch einen Ozone Imager, um das Ganze ein bisschen mehr ins Stereo-Bild zu packen, einfach um dem ganzen Sample noch ein bisschen mehr Fülle zu geben. Und zu guter Letzt haben wir dann hier noch einen Parametric EQ, der einfach nur die Lows cuttet, damit die nachher nicht mit der 808 clashen, das kennt ihr so schon, und dann hört sich das Sample direkt schon so an. Das Sample an sich hat ja schon so ein bisschen so einen verspielten Vibe, geht fast schon als so Kindermusik durchmäßig. Und jemand, der sehr viel solche Samples benutzt, ist auf jeden Fall Freddy Dredd, beziehungsweise sein Producer Ryan C. Und deswegen habe ich mit dem Beat, den ich hier gemacht habe, auch versucht, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Wir haben hier als erstes eine Snare, da war mir wichtig, dass ich halt so eine oldschoolige Snare nehme, die so ein bisschen analog klingt. Das gleiche gilt für die Hi-Hat hier. Auch hier habe ich geguckt, dass ich nicht so eine moderne Trap-Hi-Hat nehme, sondern eher so ein bisschen so eine oldschooligere. Aber das Pattern mit den vielen Rolls ist natürlich trotzdem eher so ein Trap-Pattern. Als nächstes haben wir hier eine 808. Bei der 808 war mir einfach nur wichtig, dass die richtig rein scheppert. Was jetzt hier bei der 808 vielleicht auffällt, was mir auch bei dem Sample aufgefallen ist, ist, dass sich die Root Note vom Sample immer wieder verändert. Also wir gehen hier einmal von F Sharp hoch auf das G und dann vom G hier nochmal hoch auf das A. Das ist tatsächlich eine Bewegung, die im Sample genauso vorhanden ist und deswegen seht ihr jetzt hier auch, dass mein 808-Pattern ungefähr dreimal so lang ist wie alle anderen Patterns. Als nächstes haben wir eine Kick. Hier habe ich geguckt, dass ich eine relativ cleane Kick nehme, die aber trotzdem gut puncht durch den Mix hat. Und dann haben wir hier noch eine Open Head und so eine Counter Snare. Um dem Ganzen jetzt diesen Oldschool Ryan C Vintage Flavor zu geben, habe ich auf den Drumbus hier einerseits diesen EQ und andererseits noch diesen EQ hier. Dann einen Kompressor, der die Drums einfach nochmal so ein bisschen zusammenklebt und zu guter Letzt ein bisschen Isotope Vinyl. Einfach um diesen Vintage Flavor in die Drums reinzukriegen und wenn wir das jetzt mit dem Sample zusammen abspielen, dann hört sich das so an. Ist schon ganz geil, aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass da noch irgendwas fehlt. Ah Mensch, was ist das denn hier? Der zweite Sound für heute ist dieser hier. Ganz kurzer Funfact zu diesem Sound, das ist einfach dieser Song hier, Violin von Groovin' Gecko. Keine Ahnung, was das ist, ich habe keine Ahnung, wer dahinter steckt, aber ich kriege auf jeden Fall ganz, ganz komische Jamba-Spar-Abo-Vibes von diesem Scheiß hier. Ich habe das Sample erstmal ein bisschen langsamer gemacht, wir sind jetzt hier auf 144 BPM, dann habe ich das 8 Töne hochgepitcht und dann habe ich auf das Sample einmal Halftime draufgepackt. Außerdem ist hier hinten auf dem Melodiebus noch ein kleines bisschen Reverb und natürlich wieder der gute Low-Cut EQ, der die Tiefen aus dem Sample rausnimmt. Und dann hört sich das Ganze hier so an. Der ein oder andere kann sich jetzt vielleicht schon denken, das bietet sich natürlich perfekt an, um daraus einen Drillbeat zu machen und genau das ist auch das, was ich getan habe. Als erstes haben wir hier so eine Counter-Snare, die ist quasi statt Hi-Hat. Als nächstes haben wir hier dann eine richtige Snare. Man kann natürlich keinen Drillbeat ohne 808 Slides machen, wissen wir alle. Dann habe ich hier noch eine Kick draufgepackt. Hier diesen komischen Perk-Sound. Ich weiß selber gar nicht richtig, was das sein soll. Dann noch eine Open-Hat. Und zu guter Letzt ist hier noch eine Hi-Hat drauf, die einfach diese Counter-Snare nochmal so ein bisschen unterstützt und nochmal so ein bisschen mehr Bewegung ins Drum-Pattern reinbringt.
zusammen mit unserem Sample hört sich das jetzt hier so an. Und um auszuprobieren, ob das Ganze so auch Sinn macht, habe ich mir ein Drill a cappella aus dem Internet gezogen, das mal da drüber gelegt und ich kann nur sagen, es ist ein Banger geworden. Who's doing it most? Cause I sure do see them phonies. These men act like ghosts, but I know they're watching closely. If you ain't involved, why try phone me? So what your threats impose, you can do chat, but you can't control me. Der letzte Sound für heute ist dieser hier. Den habe ich hier ein bisschen schneller gemacht und einen Halbton hochgepitcht. Dann habe ich da Halftime draufgepackt, hier diesen EQ, der so ein bisschen Tiefen rausnimmt, Höhen boostet. Und hier hinten natürlich, ihr ahnt es schon, den Low-Cut EQ. Und dann hört sich das Ganze hier so an. Aus diesem Ding wollte ich jetzt so ein bisschen so einen Boom-Bap-Lo-Fi angehauchten Beat machen und deswegen habe ich angefangen mit dieser Bassline hier. Dann haben wir hier eine Snare, eine Kick. Und noch diesen Hi-Hat-Loop hier, den habe ich auf Splice gefunden. Um das Lo-Fi-Feeling jetzt perfekt zu machen, habe ich auf den Master noch einen RC20 draufgelegt und einen Fruity Limiter für ein bisschen härtere Compression auf dem Master. Und dann hört sich das Endprodukt so an. Das war's auch schon wieder von mir. Schreibt mir in die Kommentare, welcher von den drei Beats euch am besten gefallen hat und was für ein Sample ich in meinem nächsten Video flippen soll. Bis zum nächsten Mal und Peace!